So Leute, da sind wir wieder beim nächsten Part. Captain Toad, Treasure Tracker und weiter geht's mit Rübenballerei in der Wildnis. Heute mal hoffentlich ein guter Part. Oh. So, das ist irgendwie, sieht nach einem kurzen Level aus. Kann man die so? Ah, oh, das geht. Ja, okay, ich benutze aber nicht das Gamepad, weil das ist lame. Ich weiß es nicht, ob man kann da bestimmte Sachen entschließen, ja. Machen wir mal so. Müssen wir diesen Block zerstören. Na, ja, das ist viel. Und dann diesen hier. Und dann... fertig sein. So, mal gucken. Wo ist denn der erste Diamond-Dings? Ich schätze mal, er wird hier sein. Okay. Die Level gehen in letzter Zeit voll schnell gelöst. So. Mal gucken, was hier noch so drin ist. Juhu. So. Das ist aber cool, wenn man die ganze Zeit dran und dran zoomt. Und wenn man dann so macht, so übel spammen, das ist auch cool und nervig. Haben wir jetzt eigentlich alles? Was könnte die Bonusaufgabe sein? Das weiß ich leider schon. Wie drehe ich das jetzt? Warte, ich habe rangezoomt, ne? Okay, ich muss jetzt mal kurz was nachgucken. So. So, und jetzt müssen wir eigentlich noch den Stern ansammeln. Wie das... der vierte Stern für Yogis Mannschaft. Ja, deswegen mache ich immer vier Level, weil wir dann vier Sterne kriegen, ne? Das macht Sinn, ne? Nur einen Rübenschuss, wahrscheinlich. Das mache ich jetzt mal kurz. Ich weiß gar nicht, startet man eigentlich immer groß? Ich glaube schon, dass man immer groß startet. Oder musst du mal groß? Nein! Das ist, wenn man schlecht ist. Naja, egal. Das will ich euch eben zeigen, weil das ist, dauert nicht lange. Das Level, die Level sind auf einmal kurz. Ich weiß nicht, ob die noch länger werden, aber oh, ich wollte schon direkt mit der Kanone zielen. Das ist knapp. Das war klar. Das wusste ich ja auch. Und jetzt können wir ja testen, ob wir danach wieder groß sind, aber ich glaube schon. Juhu. Wir haben es geschafft. Oh, gib nicht auf! Captain Toad, wischernde Wildwesthütten. Rapper-Rätsel. Wehe, die Aufgabe ist, lass dich von keinem Scheiger erwischen. Das wäre jetzt schon gescheitert. Aber die ist nicht aus Super Mario 3. Aber das ist ziemlich scheiße, wenn du die Kamera hast. Denn wenn du nach... Du musst trotzdem jetzt nach oben drücken, obwohl du halt nach links drücken. Ich kann das nicht erklären. Alle weg mit euch. Weg mit euch.
Egal. Und was ich sagen wollte, einfach, was wollte ich sagen? Hier ist wieder ein Most Wanted Bild von dem Dings, von dem Vogel, der Toadette entführt hat, und das in manchen Leveln halt so ein Secret, und das ist ganz cool. Und hier ist so ein alter Captain Toad Opa, der ja, weiß ich nicht, was der hier macht. Schade, dass man nicht mit dem sprechen kann, aber Baby, jetzt sieht er aus wie Baby Captain Toad. Und jetzt klatscht er. Ja, Applaus. Das sieht cool aus. Ja, das sieht eigentlich lustig aus. Ich sag immer alles, das sieht cool aus, obwohl es gar nicht ist, aber egal. Ach ja. Und nach hoch. Jetzt. Dadurch können wir hier rein und sind nicht da oben, sondern hier. Dadurch können wir jetzt das hier betätigen. Und dadurch kommen wir hier drauf. Der lässt uns hier hin. Und dann gucken wir jetzt mal. Da ist Geld, das wollen wir haben. Und hier ist ein Pilz. Oh mein Gott, ich kann hier sehen. Aber ich will eigentlich das Geld. Danke. Tschö. Tschö. Okay. Komme ich jetzt da unten dran? Das ist hier die Frage, wie komme ich da unten dran? Hätte ich da, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Nein, nein, ich glaube nicht, oder? So, wie kommt man da rein? Wie kommt es da rein? Und wieder, oder? Ja. Ja, das juckt ihn einfach nicht. Man kann ja aber nicht rauslaufen. Nein. Guck, da hat er keine Lust mehr weiterzulaufen. Das Lustige ist, wenn ich jetzt ganz laut rede, dann geht das trotzdem. Nach oben, warum gehe ich jetzt wieder hier hin? Das bringt nichts. Aber so bemerkt er mich halt nicht. Das ist cool, hallo. Und jetzt erschreckt. Ja, was können wir jetzt noch machen? Der Stern ist da. So, wie kommen wir jetzt am besten dahin? Wir können die Gegner besiegen. Da unten war der erste Stern. Und dann müssen wir einfach nur die Treppen benutzen. Okay. Wir haben jetzt das zweite Level, ne? Das ist schon wieder ein bisschen länger, vielleicht auch, weil ich ein bisschen zu sehr trödel. Nein, warte, warte, lauf, lauf. Tschö. Nein. Ich hasse diesen. Nein. Boah, danke, scheiß Ding hier. Wollen mich jetzt hier verarschen? Keinen Bock mehr. Ich sag euch, nur wegen dieser Scheißsteuerung, ne? Alter, wie kann man so schlecht sein?
So machen wir Speedrun. Das geht jetzt gar nicht mehr klar, das. So. Alter, geht das schnell. Warte, ist hier vielleicht ein Pilz? Das bezweifle ich. Weg mit dir. Okay, wir haben ihn. Das ist ziemlich scheiße gewesen. Aber da sieht man, wie schnell man es doch wieder schaffen kann. Ein Abpilz eingesammelt. Oh nein, das habe ich nicht. Och, das habe ich auch eben gemacht. Oh, egal, das mache ich offscreen. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Naja, das geht eigentlich ganz schnell, wenn man die drei Kristalle, Diamanten, whatever, nicht einsammelt. Und das nächste, Sprint über die Bröckelstraße. Rapper, rapper. Laufen wir mal. Ganz gemütlich. Ganz schnell. Warte, wir könnten ihn eigentlich doch. Na, machen wir einfach so. So, so, so. Jetzt ganz schnell, ganz schnell. Ich könnte die auch zerstören, aber kein Bock. Yes. Jetzt, wenn ich keinen Pilz brauche, ist natürlich ein Pilz da. Nein! Man muss direkt durchlaufen, du Idiot. Ich dachte gerade schon, ich hätte jetzt direkt wieder verkackt. Aber nein. Ist doch nicht. So. Einfach direkt durchlaufen. Dann macht man das in Rekordzeiten. Da hinten ist der letzte Kristall. Ist mir jetzt egal, ob ich klein bin. Ich werde eh gleich wieder groß. Ich hab's. Ah, vielleicht hätte mir jetzt nicht so ganz egal sein sollen. Vielleicht hätte mir jetzt nicht so ganz egal sein sollen. Aber ich mal wieder ein bisschen nur mal sicher eigentlich nicht, aber jetzt haben wir auch da schon wieder den Edelstein, also werden wir uns das jetzt mal hoffentlich schaffen ohne klein zu werden. Den One-Up-Pilz holen wir uns gern. Und jetzt schaffen wir das auch. Das habe ich keine. Puh! Das habe ich auch irgendwie geschafft. Okay. So, so, so. Oh. Die Challenge haben wir direkt mitgeschafft. So, und zum letzten Level: Gruselhaus der vielen Türen. Meine Mutter hat mal so da gestört, das ist sehr cool. Hier ist natürlich nichts drin. Komm, Idiot. Jetzt trollen wir ihn. Grommelmord. Nein, eigentlich nicht. Aber wir trollen ihn. Okay. Dann holen wir uns mal nicht den ersten Diamant.
So, wir kommen da aus. Was können wir damit machen? Können wir wegmachen. Dann können wir so machen. Okay. Okay. Was bringt mir das jetzt? Ich weiß nicht. Dann können wir vielleicht. Nein, bitte nicht. Danke. Okay. Wir können auch hier rauskommen. Pilz? Yes. Okay. Scheiße. Das ist ja eine Tür. Vielleicht muss ich jetzt einfach mal hoffen. Ich glaube, ich kann ja auch einfach mit dem Gamepad besiegen, aber. Aber es geht auch anders. Hoffentlich ist da unten links nicht der erste. Aber ich glaube schon, dass da der erste ist. Wenn wir da nochmal hinkommen. Was war das? Warte. Mit Y kann man die Lampe ein- und ausstellen. Geh weg. Und was macht die Tür? Das ist natürlich nice. Na geil. Okay, ich schätze mal, das war unten rechts. Das werden wir jetzt auch eben machen, denke ich mal. Tippsteine nur viermal berührt, okay. Ein kleiner Tipp für Abenteuer. Du kannst durch die Seiten der Episoden deines Blättern, den du Bildschirm dann berühren, 19 Leute. Okay, danke für den Tipp. Also man ist immer groß am Anfang. So, man muss einmal das berühren. Da muss man einmal das berühren. Die muss man gar nicht berühren. Doch muss man. Muss so. Oder? Nein, ich hätte so machen müssen. Hä? So war es standardgemäß, ne? Nein, ich hätte einfach so und so machen müssen. Hätte ich so gemacht. Aber das bringt mir jetzt nichts mehr. Sehen wir jetzt noch einmal kurz neu versuchen. Großes Haus der Fehlentür. Das machen wir, das ganz cool ist. Nicht nein. Oh, das habe ich auch immer bei Super Mario 64. Hier ist wieder. Der Most Wanted, das hatte ich auch bei Super Mario 64 öfters. Nee, da ich einfach wieder direkt aus der Tür gegangen bin. Weg nicht. Okay. Haben wir es doch hinbekommen. Jo. Und dann hoffentlich hat euch der Part gefallen, wenn ja. Gott, ein Like, ein Kommi da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part.
wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.